Hallo Leute, um was geht's heute? Es ist ein neuer Sheriff in der Stadt, wie ihr seht, und da gibt es jetzt mal einiges zu berichten. Nee, Spaß beiseite. Und zwar, ich war mitten über ein Projekt und zwar mein Bohrerschränkchen. Dann ist mir aber was anderes da eingefallen und zwar Thema Kreisschneider. Und was passt natürlich super jetzt gerade zu dieser Jahreszeit und zu der entsprechenden Dekoration? Jawohl, richtig. Sterne. Und dann habe ich eine super Idee gehabt und ich glaube fast, das gibt es auch so noch nicht. Und zwar kann man natürlich mit dem Kreisschneider auch Sterne schneiden. Warum auch nicht? Jeder Kreisschneider kann ganz einfach und simpel umgerüstet werden, um so Sterne rauszuschneiden. Also voll easy. Natürlich relativ gleichmäßig. Ja, und wenn man den aufpasst, dann kommt ein bisschen sowas dabei raus. Aber das ist halt der Lernprozess. Was braucht man dafür? Nicht viel. Ich habe mir eine neue Auflageplatte gemacht für meinen Kreisschneider. Der wird da in den Drehpunkt reingesteckt und habe mir einen neuen versetzten Drehpunkt da aufgeleimt und gebohrt und eine halbe 10 mm Holzstange. Habe ich durchgesägt. Und auch nur draufklemmt. Der Versatz von dem neuen und alten Drehpunkt, ja, so hier, hier, der muss so viel sein, dass ihr mit eurer Verstellung vom Kreisschneider quasi das Mittel vom neuen Drehpunkt auf dem Blatt habt und es aber auf beide Seiten gleich viel Millimeter oder Zentimeter verstellen könnt. Bei mir sind es jetzt, glaube ich, 30 Millimeter, wo ich es auf jeder Seite vom Blatt verstellen kann. Das ist Voraussetzung. Ihr müsst euch quasi eine Adapterplatte bauen, die ja auf dem Kreisschneider vor dem Blatt auf jede Seite gleich versetzen könnt. Ja, und da kommt dann wieder mittig ein neuer Drehpunkt und dieses halbe Rundhölzchen. Dieses halbe Rundhölzchen ist quasi ein Rastpunkt. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Und zwar hat es am Anfang so ausgesehen. Heute fangen wir ein bisschen von hinten an. Ich erkläre das jetzt alles und dann machen wir den Probeschnitt, wo ich das nochmal erkläre. Und dann seht ihr zum Schluss, wie ich das gefertigt habe. Weil das ist so mäßig. Das ist so simpel, so einfach, da braucht man nicht allzu viel Video dafür machen. Okay. Also ich habe von diesen Scheiben habe ich mir zwei rausgeschnitten. Das war bei mir Durchmesser 175. Dann habe ich die zwei Scheiben zusammengespannt, habe sie aber vorher schon gebohrt gehabt, damit ich die im Kreisschneider einfach durchlassen kann. Hab die zusammengespannt mit dem Stift durch, dass die immer schön zentrisch sind. Hab die geklemmt. Hab mir dann ein Zehneck quasi aufgezeichnet. So wie das. Warum 10? Weil ich den Stern, den ich schneiden möchte, der soll 5 Spitzen haben. Und für meinen Zweck, weil das so einfacher zu handhaben ist, macht man dann 10. Und dann seht ihr jetzt schon, dass diese Vorrichtung quasi, wenn ich die da auflege, dann rastet die sozusagen auf diesen Rundhölzchen. Und dann kann ich die, wenn ich die ein wenig locker mache, kann ich die immer weiter drehen.
bis zum nächsten Rastpunkt. Ich hoffe, das sieht man jetzt einigermaßen. So, und wie habe ich da jetzt diesen Rastpunkt, sage ich jetzt mal, reinbekommen? Ja, ich habe ja zwei Scheiben gehabt, habe die zusammengespannt, dann habe ich mir das angezeichnet, diese Linien, habe das auf die Seite runter projiziert mit dem Winkel und habe es dann zusammengebohrt. Dann habe ich quasi in jede Scheibe nur ein halbes Loch drin gehabt. Und später beim Auseinanderspannen habe ich dann das als Ergebnis gehabt. Und auch zwei Scheiben. Zwei Scheiben sind sinnvoll für die verschiedenen Größen. Ne? Man kann sich eine Scheibe aufheben, um größere Durchmesser zu machen, damit es schön sauber aufliegt. Und man kann die zweite Scheibe und man kann eine Scheibe nehmen, um halt kleinere Durchmesser zu machen. Weil, wenn man diese Vorrichtung benutzt, dann wird das Rastsystem auch natürlich zusammengeschnitten. So wie der kleinste Stern dann ist, so wird das Ding auch immer kleiner. Und wenn man dann jetzt auf dem kleinen einen größeren Stern rausschneiden möchte, dann würde das vielleicht nicht mehr so gut aufliegen. Und dann nimmt man lieber die zweite große Scheibe. Man hat ja eh zwei aus dem Fertigungsprozess. Ja, dann kriegt man das da auch wieder drauf. So. Und dann kann man das da drehen und wieder rasten. Drehen und rasten. Wenn ihr diese Löcher bohrt auf der Säulenbohrmaschine und ihr spannt es in euren Schraubstock ein, dann legt ihr einfach einen Winkel auf den Schraubstock drauf, so wie ich das vorhin gemacht habe, und dann schaut ihr ein bisschen rein und projiziert quasi die Linie, die senkrecht ist, dann zum Winkel. Umso genauer ihr das einstellt, umso gleichmäßiger wird später dann der Stern. Also schaut da ruhig zweimal hin und stellt den Winkel dahin, ob das auch wirklich passt, weil umso schöner und gleichmäßiger wird er dann später. Ich mache jetzt auch Sterne ohne Loch in der Mitte, und weil man da dann schon beim Aufkleben auch nicht hundertprozentig die Mitte erwischt, sollte man lieber immer etwas größer das Material zur Verfügung haben und schon einkalkulieren, dass man den Stern auch ein paar Millimeter kleiner macht. Weil läuft das dann ein bisschen oval beim Sägen, dann kann euch das passieren. Dann fehlt euch eine Spitze. Nicht so schlimm. Man kann das jetzt nochmal nachschneiden. Dann wird er halt insgesamt nochmal 2-3 mm kleiner. Es tut einem da nicht so weh. Auf die richtige Größe kommt es dabei nicht an. Aber dafür wird es mit dieser Vorrichtung super gleichmäßig. Und die Schnitte werden auch extrem gerad. Man kann das ja auch aufzeichnen oder sich eine Schablone machen. Oder ausdrucken vielleicht und das draufkleben und dann irgendwie zack, zack, durch, ne, mit der Hand, so gut wie man das dann kann. Aber das wird halt eben durch die Vorrichtung wird das super gerade. So, dann schauen wir noch mal kurz an den Kreisschneider rüber. Also ich habe hier meine eckigen Einlagen, da habe ich mir einfach wieder eine gebaut. Und wie ich das dann mal einigermaßen ausgerechnet gehabt habe, dann habe ich die zum Schluss einfach da drauf geklebt und ist jetzt quasi sowas wie ein Modul bei mir. Ne? Kann ich das locker machen? Dann setze ich das da ein. So, ne? Und das, was jetzt bei mir hier wackelt, weil natürlich das Vierkant da nicht spielfrei drin ist, das habe ich dann jetzt hier als Toleranz drin, was meine Sterne quasi ungleichmäßig werden. Aber nachdem es nur Dekoration ist, ist das natürlich nicht so schlimm. Wir bauen uns so eine Adapterplatte, damit wir mit dem Mittelpunkt schön in der Mitte vom Blatt sind und es aber auf beide Seiten gleichmäßig verschieben können. Ne? Auf die Seite ist ja immer kein Problem. Aber auf die Seite geht es ja normalerweise nicht, weil eigentlich ist unser Drehpunkt ja irgendwo da drüben. Deswegen braucht man diese Adapterplatte. Man kann sich natürlich auch eine komplett neue Vorrichtung bauen, das ist schon klar. Aber die wird man wahrscheinlich so selten benutzen, dass ich eine zusätzliche Auflage jetzt für den Kreisschneider sinnvoller finde. Also. Dazu haben wir ja dann, ich habe den jetzt schon ein paar Mal benutzt, unser Rastsystem. Und jetzt seht ihr schon,
wie das hier bei mir so stattfindet. Und darauf wird dann mit beidseitigem Klebeband unser Rohmaterial quasi aufgeklebt, damit wir das später wieder lösen können und kein Loch haben. Und ich weiß jetzt zwar meine Maße schon, weil ich jetzt bisher nur Sterne gemacht habe mit ungefähr 150 im Durchmesser und habe mir dann auf der Skala die Maße da quasi schon rausgesucht, womit ich das quasi ordentlich schneiden kann. Und bei mir ist es jetzt bei dieser Sterngröße so, dass ich auf jede Seite 22 mm brauche. Ich bin hier natürlich von der Größe her schon ganz schön eingeengt, weil ich natürlich jetzt hier keinen Stern schneiden kann, der größer ist wie, ich weiß nicht, schauen wir mal, vielleicht sind es 200 mm, ich weiß es jetzt nicht genau. So, und dann machen wir jetzt Folgendes. Wir haben hier ein Loch und ich habe mir hier auch Striche gemacht, damit ich weiß, wo die Plattenmitte ist. Der Kreisschneider, der war jetzt vorhin schon komplett eingestellt, aber ich habe jetzt alles wieder weggemacht, auch den Anschlag hinten, damit wir das mal zusammen machen. So, und zwar, wenn ich das hier abziehe, dann sieht man durch mein beidseitiges Klebeband ja noch die Mittenstriche. Und die Mittenstriche, die benutze ich jetzt gleich, um das Loch da schön mittig drauf zu setzen. Schön mittig ist gut. Und wenn wir jetzt kein ausgedrucktes Papier haben, das wir da drauflegen können, um das nachzufahren, oder wenn wir das nicht vorher anzeichnen wollen mit Ziegel und Lineal, dann können wir nur eins machen, wir können uns rantasten. Ja? Und das machen wir jetzt dann mal. Beim Auflegen von dem Stern immer darauf achten, wenn ihr die Seite schneidet, dann sollte der Stern natürlich auch so aufliegen, weil sonst kann es sein, dass ihr das so reinschneidet. Dann hättet ihr das einmal verdrehen müssen. Das ist mir nämlich schon passiert, deswegen weiß ich das. Also wenn wir jetzt nicht wissen, was unser Maß ist, dann würden wir quasi anfangen und würden irgendwas schneiden, das zu groß ist. Aber solange wir das zu groß schneiden, geht nichts kaputt. Dann habe ich mir hier nochmal einen Riss gemacht, der quasi die gleiche Flucht ist wie das Sägeband. Und der Schlitz, der da hinten ist. Das heißt, wenn ich hier jetzt reinfahre mit der Säge, dann würde ich bis hierher sägen können, weil ja die Mittelpunkte quasi das gleiche sind. Ne? Also ich könnte bis hier sägen. Das wäre dann wahrscheinlich mit Sicherheit zu viel. Also mache ich mir, damit es gleichmäßig wird, an die Säge hinten einfach einen Anschlag hin, dass ich meine Vorrichtung nicht bis ganz hinterschieben kann. Das mache ich jetzt mal grob und später stellen wir das dann noch nach. So, also ihr seht, das wäre unser erster Schnitt. Ja, und grob gesagt, den schneide ich jetzt mal so bis hier. Und dann haben wir ja ein 10er Raster auf unserer Platte, obwohl wir ja nur einen 5er Stern wollen. Warum habe ich das so gemacht? Ich hatte zuerst nur ein 5er Raster und wollte das sägen und dann wollte ich es umdrehen und wieder sägen mit der gleichen Einstellung. Aber das ist zu aufwendig und es ist auch gar nicht nötig. Also es ist erstens genügend Platz für ein 10er Raster und man muss es auch nicht umdrehen. Und wenn man das jetzt ohne Loch macht, dann muss man ja immer das beidseitige Klebeband dann wieder auftragen. Und wenn das beim ersten Mal dann nicht passt und man schneidet das nach, dann muss man das ja wieder auf der anderen Seite auch machen. Deswegen habe ich es dann bleiben lassen. Habe mir das nochmal überlegt und bin dann eben umgestiegen auf das 10er Raster. So. Aber wir wollen ja trotzdem nur auf dieser Seite 5 Schnitte machen. Das heißt, wenn wir einen Schnitt haben, dann drehen wir 1, 2 weiter. Dann würden wir hier sägen ungefähr. Das Ganze machen wir wieder. 1, 2. Dann würden wir auch wieder ungefähr hier sägen. Man muss
muss es natürlich nicht anzeichnen, aber das ist nur wegen der Verständlichkeit jetzt. Und da seht ihr schon, jetzt hätten wir quasi schon die ersten Schnitte von unserem Stern. Und wir setzen immer zwei um von den möglichen 10 und fahren nur ein paar Millimeter weit mit der Säge halt rein, weil wir noch nicht wissen, wie weit wir müssen. Weil wir haben ja keine Schablone und keine Vorlage. Also wie gesagt, wir gehen jetzt davon aus, wir haben gar nichts. Also tasten wir uns ran. Was machen wir dann? Wir haben diese 5 Schnitte jetzt gemacht. Und dann setzen wir jetzt nur 1 um. Und dann verschieben wir unseren Schlitten. Wir wissen ja nicht wie viel, aber wir haben gesagt, wir tasten uns ran. Und wenn ich jetzt wieder einen Schnitt mache, dann schaut es so aus. Und immer dran denken, auf beide Seiten, wenn ihr das verschiebt, das muss immer das gleiche sein. Ja, schiebt ihr hier 20 mm, dann müsst ihr auf der Seite auch 20 mm schieben, weil sonst wird der Stern ungleichmäßig. Und dann fangen wir wieder an, 2 zu verdrehen. Dann machen wir wieder den Schnitt. Wieder 2 mm.